Bürsten ist ja nicht gleich jetzt, sage ich mal, Bürsten. Es gibt zwei konkrete Unterschiede. Ich style mein Haar und frisiere sie und bürste sie dabei. Vielleicht eine Rundbürste, da ich ein Volumen reinführen kann. Das ist immer die eine Variante des Bürstens. Das zweite ist im Grunde genommen, das hat mit Style nichts zu tun. Das hat in erster Linie damit zu tun, kann ich mein Haar pflegen, reinigen damit, kann ich die Kopfhaut gesunder halten. Und das sind ganz andere Anforderungen von den Bürsten her. Möchte ich glatte Haare haben, möchte ich Volumen haben, möchte ich Locken haben, das sind dann verschiedene Werkzeuge, die ich brauche dazu. In erster Linie ist es immer wichtig, wenn man das Werkzeug sich anschaut und angreift und man greift einmal so richtig diese Bürsten an und man merkt, es ist irgendwie scharfkantig, es tut weh oder beziehungsweise es ist halt irgendwo, wo einfach schlecht verarbeitet, das spürt man auf den Händen, dann muss man damit rechnen, wenn ich sehr oft meine Haare damit föhne, dass es natürlich das Haar auch darunter leidet, dass ich das Haar verletzt damit permanent. Die eignet sich sehr gut, wenn das Haar nass ist und ich tue durchbürsten. Wobei, wenn ich sehr schlecht durch die Haare durchkomme, liegt es meistens an der Pflege, dass die Pflege nicht passt. Wenn ich lange Haare habe und sie verwirren sich, wie gesagt, mit der kann man sehr gut bürsten und man fängt immer so passiveweise, das heißt so kleine Stück an, dass ich immer nur ein paar nehme und nicht alles auf einmal durchbürste. Und bei denen ist es so, diese Bürsten, die geben nach. Man sieht sie ganz deutlich. Das ist sehr, sehr gut, weil eine, die ganz starr ist, die beginnt zu reißen bzw. verletzt das Haar dann. Tolles Styling von der Bürste her, mit der kann ich Volumen reinföhnen, mit der kann ich Wellen reinföhnen, dass etwas welligeres Haar ist, aber ich kann es auch glatt föhnen. Wenn man sieht, die ganze ist aus Kunststoff und dann denkt man sich, aha, Kunststoff, ist das so gut? Bei dem Kunststoff ist es so, die geben wieder nach, das ist das Erste. Das Zweite, was dabei ist, sind relativ viel angeordnet, was rum wichtig ist, wenn ich die Haare nehme und anziehe und ich habe zu wenig Borsten um, dann kann ich keine Spannung aufbauen, weil dann rutschen mal die ganzen Haare durch. Und die hält man das. Bei der Bürste ist es so, man muss sie nicht einföhnen. Eine Naturhaarbürste föhnt man am Anfang immer ein, mit der bleibt man gern hängen. Mit der werde ich nicht hängen bleiben. Und was ich noch machen kann, ist jetzt momentan wird ganz gern getragen, so flache Stirnfransen. Mit denen kann ich da vorne, mit dieser Reihe, kann ich sie mir gerade runterziehen und sie bleiben flach auf der Haut oben. Das ist genau diese eine Reihe, die da so rausfällt, wo man denkt, wozu gehört das? Das gehört im Grunde genommen, um Stirnfransen ganz flach zu halten. Ich föhne seit 20 Jahren damit mit der Bürste. Und da sieht man zum Beispiel jetzt eine Naturhaar. Das sind so Kunstborsten, was da drinnen sind. Die ist ein bisschen fester, aber sehr kurz geschnitten. Und was man deutlich sieht, die ist aus Holz und die ist aus Metall. Die aus Metall hat den Vorteil, Metall wärmt sich auf und ich bin etwas schneller beim Lockenföhnen. Oder wenn ich Locken zum Beispiel föhne, dann ist es wichtig, dass das eher kompakter, fester ist, dass die gut halten. Und Wärme formt mir das Haar. Und natürlich, wenn die Bürste von sich aus schon sehr warm ist, weil sie ja die Wärme aufnimmt, dann habe ich natürlich eine wesentlich bessere Sprungkraft drinnen. Was rum jetzt wieder bei der anderen Bürste ja nicht der Fall ist, aber da, die ist auch etwas größer, da möchte ich es auch nicht, dass sie so, die Locken so klein werden. Nur diese muss ich mir einföhnen. Weil wenn die noch ganz frisch und neu sind, dann verhaken sich die Haare sehr, sehr gern drinnen. Und wenn dann vielleicht andere Haare noch drüber fallen beim Reinföhnen, dann kann es oft zu Problemen kommen, dass ich auf einmal da stehe und ich kriege meine Bürste nicht mehr raus. Darum ist mit der etwas schwieriger zu föhnen.